2014, Jahresrückblick, Faktenflut, Teil 2. Oh my gosh, I love this song. Und weiter geht's. 2014 war nämlich auch das Jahr der Leaks. Denn zum einen sorgte ein Event namens The Fappening für unschöne Schlagzeilen, als die Nacktbilder weiblicher Prominenter ins Netz leakten, deren Accounts von irgendjemand mit einem sehr kurzen Penis gehackt wurden. Und Sony hatte tatsächlich ein schweres Jahr, denn neben dem enttäuschenden Spider-Man 2 erwischte sie zum Jahresende knüppeldick. Mutmaßlich nordkoreanische Hacker legten die Systeme lahm, stahlen haufenweise Filme wie Fury, Annie oder The Interview, die erst noch rauskommen sollten. Und obendrein veröffentlichten sie haufenweise peinliche interne Dokumente, die unter anderem enthüllten, dass selbst viele Sony-Mitarbeiter genervt sind von den mittelmäßigen Filmen, fehlendem Mut, etwas auszuprobieren und vor allem von Adam Sandler und seinen Werken. Das Ganze wirkt besonders ironisch angesichts der Tatsache, dass Sony ausgerechnet mit dem deutschen Hackerfilm Who Am I einen respektablen Erfolg hinlegte. Aber ob sie Hacker jetzt noch genauso toll finden? 2014 war auch das Jahr, in dem Olle Rochen wiederbelebt wurden. Allen voran der zumindest optisch gelungene neue Godzilla, der uns Roland Emmerichs Werk endgültig vergessen ließ. Auch wenn er mindestens genauso doofe Dialoge hatte, seine Monster waren cool, aber nächstes Mal darf es dann ruhig etwas mehr Godzilla sein. Glück hatte auch Fox mit X-Men Zukunft ist Vergangenheit, der wohl eine der fantastischen Szenen des Jahres zu bieten hatte und die Messlatte für Avengers Quicksilver deutlich hochsetzte, denn das da ist echt beeindruckend. Dass der Rest des Films damit nicht ganz mithalten konnte, änderte nichts daran, dass Bryan Singer eine triumphale Rückkehr zu seinen X-Men feierte, die sowohl Kritiker wie Zuschauer begeisterte und die nächste Fortsetzung garantiert. Sehr zum Frust von Marvel, die X-Men genauso wie Spider-Man natürlich am liebsten wieder selbst nutzen würden und alles dran setzen, um es den anderen Studios möglichst schwer zu machen. So lizenzieren sie kein X-Men-Spielzeug, ließen im Comic Wolverine sterben und stellten den Fantastic Four Comic ein. Und nach einigen geleakten E-Mails aus dem Sony-Hack ist wohl auch mittlerweile klar, dass die Verhandlungen zwischen Marvel und Sony über eine gemeinsame Nutzung von Spider-Man wohl ins Nichts geführt haben. Der Überraschungserfolg des Jahres war eine Werbekampagne für Taschentücher, die unter dem Namen Das Schicksal ist ein mieser Verräter in die Kinos kam. Nirgendwo sonst wurde so viel geheult wie in dem Krebsdrama nach dem Bestseller von John Green. Okay. Okay. Verlierer des Jahres ist wahrscheinlich der völlig zu Unrecht untergegangene Edge of Tomorrow, ein smarter, optisch inspirierter und überraschend witziger Zeitschleifenfilm, in dem Tom Cruise denselben Tag immer wieder erleben muss. Täglich grüßt das Alien-Monster. I think we better start over, don't you? Ein Film, der vor allem wohl auch durch die furchtbare Werbekampagne litt, die neben dem nichtssagenden Titel dazu führte, dass viele den Film für einen humorlosen 0815 Actionstreifen hielten. Selbst Warner erkannte wohl das Problem und verdrängte zum Blu-ray-Release den Titel Edge of Tomorrow durch das prägnantere Live, Die, Repeat. 2014 war nicht nur spaßig, denn es war auch das Jahr, in dem Schauspieler Adam Baldwin den Startschuss für Gamergate gab. Eine unerfreuliche Bewegung, die im Bestreben um Ethik im Spielejournalismus hauptsächlich ihren Frauenhass, Vorurteile und Angst vor Weiterentwicklung der Spielkultur Gassi führt. Der Sommer brachte auch einen untypischen Disney-Film. Angelina Jolie als Maleficent, der hierzulande nur gekürzt ins Kino kam, weil der düstere Film mit seinen Vergewaltigungsanspielungen und Gewaltszenen für die ganz Kleinen zu hart war. Die Kritiker zeigten sich zwar nicht so begeistert, aber dennoch war er an den Kassen extrem erfolgreich. Einer der Top-3-Filme des Jahres und der erfolgreichste Angelina Jolie-Film ever. Und das, obwohl der Film schon fast bösartig das Original demontiert und Angelina am Set ihre Tochter verschreckte. Yo, Witch! I hate you. Zu den finanziell erfolgreichsten Filmen gehörte auch Transformers 4. Das beflügelte Paramount wohl, ihn, obwohl er furchtbare Kritiken bekam, ihn bei den Oscars als besten Film des Jahres einzureichen. Ja. Transformers war auch der erste Film der Reihe ohne Shia LaBeouf, der 2014 hauptsächlich durch bizarre Auftritte überzeugte. Erst verstrickte er sich in Plagiatsprobleme mit einem Kurzfilm, dann erklärte er seinen Twitter-Kanal zu metamodernistischer Performance-Kunst, lief mit Papiertüten auf dem Kopf über die Berlinale oder setzte sich ebenfalls mit Tüte in einen Raum, um sich von Fremden zulabern zu lassen, spielte den Nymphomaniac nackig mit und begeisterte uns, als ein Verarsche-Song Shia LaBeouf von Ron Kanter, den er als Kannibalen bezeichnet, einen Gastauftritt hatte. Actual Cannibal Shia LaBeouf. Planet der Affen Revolution setzte 2014 einen Rekord. Die fantastisch animierten Affen des Erfolgsfilms wurden ja mit Performance Capture animiert, und zwar on location und nicht im Studio. Noch nie zuvor wurden so viele Motion Capture Darsteller gleichzeitig vor Ort gecaptured. 2014 wurde auch ein cooler, crowdgefundeter Film endlich veröffentlicht. Angry Video Game Nerd, The Movie, der uns endlich die Wahrheit über das legendäre schlechteste Game der Welt, genau E.T., verriet. Und wenn wir gerade bei Spielen sind, Movie Pilot startete offiziell in die Gamerwelt. Seit diesem Jahr sind Game News
fester Bestandteil von Screen und unsere Spieleredaktion legte mit der neuen Seite Gamespilot einen extrem erfolgreichen Start hin. Muss man ja auch mal sagen. Extrem erfolgreich war auch die Ice Bucket Challenge, bei der es um Aufmerksamkeit für die Krankheit ALS ging und für die sich so ziemlich jeder Hollywood-Promi einen Eimer Eiswasser über den Kopf kippte. Und ein paar von denen haben sogar tatsächlich Geld gespendet. Turtle Fail. An den Kinokassen haben sich die Ninja Turtles trotz miserabler Kritiken ja wacker geschlagen und die Fortsetzung steht auch schon fest. Doch im Kopf bleibt aus diesem Jahr vor allem der australische Poster-Fail. Turtles springen aus einem explodierenden Hochhaus mit dem Startdatum des Films 11. September. Und ebenfalls Fail, die Entscheidung, den dritten Teil der Expendables als kinderfreundliche PG-13-Fassung herauszubringen, was zusammen mit einer geleakten Raubkopie dem Film deutlich geschadet hat. Mittlerweile sagt selbst Sylvester Stallone, dass die Jugendfreigabe ein Fehler war. Für David Fincher war es hingegen ein super Jahr. Sein Serienremake House of Cards feierte weitere Erfolge und ist spätestens seit dem Deutschlandstart von Netflix Deutschland auch hierzulande jedem ein Begriff. Und mit Gone Girl überzeugte Fincher auch im Kino. Zuvor musste er allerdings Ben Affleck überzeugen, vor der Kamera für eine Szene blank zu ziehen, was für männliche Hollywood-Stars ja nicht immer selbstverständlich ist. Er schaffte es mit dem Verweis, dass der Film europäisch wirken soll. Und hier sind ja auch immer alle nackig. Für viele war der November der Monat, auf den alle gewartet haben, wenn das als Meisterwerk angekündigte Epos Interstellar von Christopher Nolan kommen würde. Erwartungsgemäß gab es viel Applaus und Begeisterung, aber auch ungewohnt viel Kritik. Wobei, eigentlich ist es Zufall, dass er den Film gemacht hat. Sein Bruder, der Drehbuchautor Jonathan Nolan, schlug ihn vor, als Steven Spielberg bei dem Projekt ausstieg. November war auch der Monat für alle Katniss-Fans, als The Hunger Games Mockingjay Part 1 startete. Und auch wenn die Zweiteilung des Finales viel Kritik bekam, überzeugte er doch durch großartige Schauspieler. Wenn wir brennen! Dann brennen sie mit uns! Und überraschte dadurch, dass der verstorbene Philip Seymour Hoffman doch nicht mittels digitaler Tricks wiederbelebt wurde. Der Regisseur fand das respektlos und entschied sich lieber Szenen umzuschreiben, als Hoffman digital zu ersetzen. Eine Riesenüberraschung war auch Paddington. Ja, tatsächlich erinnerten die ersten Trailer ungut an die furchtbaren Garfield- oder Chipmunk-Filme, war der fertige Film eine gelungene, liebenswerte und witzige Hommage an den Londoner Kultbären mit dem Stationsnamen. Und das, obwohl ihn kurz vor Release die Stimme verlassen hatte. Eigentlich sollte ihn Colin Firth sprechen, der aber ausstieg und durch Ben Whishaw ersetzt wurde. Im Deutschen verlieh ihm ein alter Bekannter die Stimme, Elias M. Barek. Fluch des Jahres war wieder mal Jay Courtney, den wir beim Moviepilot schon als die Voodoo-Puppe Hollywoods bezeichnen, denn irgendwie macht er fast nur in furchtbaren Filmen mit. Stirb langsam 5, Felony, I, Frankenstein. Ja, dann mal viel Glück für DC's Suicide Squad. Kein Jahr ohne Fellfüße und kleinwüchsige Bartträger. Mit die Schlacht der 5 Heere ging die zweite Mittelerde-Trilogie zu Ende und ließ auch viele Fans etwas ratlos zurück. Solide Schlachten und tolle Tricks, aber irgendwie fehlte zum Schluss doch Herz. Und vor allem, warum spielt der Hobbit im Hobbit kaum mit? Sein Name ist Bilbo. Gut. Insgesamt ein schönes, spannendes, wie auch überraschendes Filmjahr und wir sind gespannt auf 2015, das bestimmt wieder total originell wird. Mit ganz vielen Sequels, Prequels, Franchises, Superheldenfilmen. Und natürlich jede Menge originelle Filme mit ganz neuen Ideen. Ganz bestimmt. Also ich freue mich. Originelle Filme gibt's wahrscheinlich auch. Ich freue mich auf das Kinojahr 2015. Und ihr sagt uns, auf welche Filme freut ihr euch dieses Jahr am allermeisten? Schreibt's unten in die Kommentare. Genau, und wenn ihr den ersten Teil unseres Jahresrückblicks verpasst habt, dann könnt ihr den jetzt noch gucken. Teil 1 der Jahresrückblicks-Faktenflut. Oder die Faktenflut zu Bibelfilmen. Genau, wir freuen uns mit euch auf das Kinojahr 2015. Also bleibt uns gewogen und verteilt uns überall auf der ganzen Welt. Sag das doch auch mal, dass wir das mal verteilen sollen. Ja. Ja, verteilt uns. Bye. Bye. Netzkeilang. Und Spider-Man 2 ermischte. Ermischte? Ermischte? Memo an mich selbst: keine 7 Meter langen Fakten schreiben. Die X-Men ge. Quietsch. Deine Accounts mit einem sehr kurzen Penis gehackt wurden. Das weiß ich nicht, ob die Accounts mit einem sehr kurzen Penis gehackt wurden. Mann. Als Kindler. Oh Mann, warum schreibe ich denn so eine